Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends. Dieses Mal spielen wir einen schnuddeligen Eisbären gegen einen Laternentypi. Ja, jetzt mit dem Skin ist es ja eher so ein Gardist. Chex, ich bin mal gespannt, wie das wird, weil Chex ist immer so eine Hausnummer. Der kann Solo spielen, hallo. Aber Wullibär ist auch nicht so ohne. Den kann man nicht sehr schnell down bekommen, hoffe ich. Vor allen Dingen, ich spiele ihn auf Tanky, auf Full Tank. Ich gehe nur auf Leben und Rüstung und Magic Resist. So, was haben wir denn noch? Wir haben ein Zed in der Mitte, der gegen unsere... Nee, wir haben den Zed, gegen Cassiopeia spielt. Und dann, junglet noch der Gragas und der Gegenjungler ist Ruxay. Der kann auch sehr schnell ganken, das ist, dann Leona und, Chin heißt der, oder? Ja, der spielt gegen Lucian und Thresh. Lucian ist in dem Sinn heftig. Chin zwar auch, aber Lucian kann sehr gut ausweichen und hat mehr Attack Speed oder DPS. Genau. Gen. Das ist immer so eine Frage, was man da am Anfang sagt, aber an sich muss man nur schwabbel die Wauwau sagen. So, dann helfen wir unseren Motor-Gang-Typi da mal mit diesem Frosch. Das war's, mehr helfe ich dir nicht. So, oder? Ja. Level 3, we can do damage. Okay. Viel Spaß damit. Ups. Ach, come on. Ist doch kacke. Ich beiß dich. Genau, bei Wullibär muss man sich echt vor dem Biss in Acht nehmen. Weil der tut halt echt weh. No way. Das ist halt auch die Gefahr bei gegen Wullibär, sobald er muss eigentlich nur auf HP gehen und macht übelsten Damage, also mit seinem W. Wenn er natürlich auf Damage geht, dann macht alles andere auch Damage, ist ja klar. Aber Chex ist auch echt heftig. So, das Passiv von Wullibär ist am Anfang auch echt krass. Also weil normalerweise, okay, der checks vielleicht, aber normalerweise kommt niemand durch das Passiv durch. Also macht nicht mehr Damage als das Passiv halt am Anfang. So. Das Ding ist jetzt kann ich ein bisschen aggressiver vorgehen, aber... Ja. Scheiße. Ich konnte aggressiver vorgehen, jetzt ist es zu spät. Weil jetzt hat er wieder sein Leben zurück. Da hätte ich schneller schalten sollen, aber ja, das geht schon, das geht schon. So, erstes Blut von Leona, schade. Aber ja, zum Glück nur Leona. Nein, Schmarrn, Leona ist auf unserer Seite. Ich bin so ein Kackspann. Letzte Runde hatten wir eine Leona im Gegnerteam, sorry. So, jetzt... Strike. Das habe ich eben gemeint mit dem Passiv. Jetzt habe ich fast wieder volles HP, das ist... Naja.
Und ich hatte echt Glück, dass der Schlag noch gegolten hat quasi, weil er hat sich weggeflasht und trotzdem hat der Schlag gezählt. Also wahrscheinlich habe ich eine Sekunde oder nee, nicht mal eine Sekunde, so Millisekunde bevor er gejumpt ist, habe ich noch zugeschlagen. Und dann sieht's halt so aus, ne? Ah, naja. Dann. Aber ihr seht schon, das machen viele. Also quasi, viele entschuldigen sich, dass sie halt den Kill genommen haben, aber sie haben den gesaved. Also wenn sie ihn nichts gemacht hätten, dann wäre er entkommen. Und das ist halt echt kein Killstil. Ich weiß, ich wiederhole mich die ganze Zeit, sorry. Aber es gibt viel zu viele Spieler da draußen, die sagen so, Report, bla. Go to your mama and cry like a baby, wirklich. So, ja. Oh. Ups. 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 Nein, 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 nein. Ja, gut, wenigstens. Ah, den habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Aber ja, wie denn auch. So, jetzt ein bisschen, jetzt mache ich ihn mal Feuer und im Arsch. Hey, er ist schon Level 6. Was soll denn das? Naja, 2-1. Insgesamt steht es 5-4. Ist anscheinend ziemlich ausgeglichen. Was sehr gut ist, dann ist es spannender. Wow, wow. Ja, ich meine, wenn wir die ganze Zeit gewinnen, ist ja langweilig. So. Ich bin mal gespannt, wie der Set in der Mitte zurechtkommt. Der bekommt jetzt einen Gank. Das Ding ist, Cassiopeia ist. Der war schön. Cassiopeia ist mit dem neuen, mit der Überarbeitung bisschen OP, ehrlich gesagt. Früher war die richtig krass und jetzt ist sie halt. Ne? Jetzt ist sie noch krasser. Also, ja, vielleicht nicht noch krasser. Ja, doch, finde ich schon. Sie ist einfacher zu spielen. Ich frage mich sowieso, warum die zum Beispiel Yorick bekommt ja jetzt eine totale Überarbeitung. Also wahrscheinlich verdammt. Wahrscheinlich schaut ihr das Video, wenn er schon neu gekommen ist quasi. Soll ich? Scheiße. Wieso hat er nicht gebissen? Jetzt hat er gebissen. Ja. Jetzt erst. Ich hab's doch schon. Map. Mark. Set Champ, ja. Brauchst du gerade sagen. Sei froh, dass meiner nicht gebissen hat. Sonst wär ich noch weggekommen. Okay, was wollte ich sagen? Genau, wegen. Wie heißt der? Yorick, genau. Genau, wegen Yorick, der ja komplett neu überarbeitet wird. Der wird quasi wie ein neuer Held, ganz ehrlich. Also müsst ihr, also wenn ihr noch nicht das Spotlight angeschaut habt, könnt ihr es mal gerne machen. Ist echt interessant. Ja. Aber
ja, wie gesagt, es Yorick alt geht und es kommt quasi ein neuer Champ, der genauso heißt. Und genauso, fast genauso aussieht, nur besser animiert. Naja. Aber ja, ich kann nicht klagen, die machen ja genug andere Helden noch. So. Das kann man wirklich auch nur mit den Wullibear oder Rennington machen, einfach in so eine Masse von Minions rein, gegnerischen Minions, und einfach zuschlagen. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Oh, checks, das macht man nicht. Ja, okay, ich war stupid. Komm, checks, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich tu dir nicht weh. Ich tu dir nur ein bisschen weh. Wollte der Jax gerade runter? Ja, er wollte runter. Das hat nicht gepasst. Das hat gar nicht gepasst. Das war voll asozial. Aber jetzt hat er es abgebrochen. Und das heißt, er ist dumm. Oh Gott. Na, Spaß. So, die haben jetzt trotzdem einen Kill unten bekommen, weil der tolle Rexay. Au. Der tolle Rexay ist jetzt runtergegangen. Hat gegankt. Und jetzt gehe ich mal auf die Pirsch. Dieser Scheiß-Checks. Ganz ehrlich, ich mag Checks nicht. Also klar, er ist, also ich komme gut mit dem klar, wenn ich ihn spiele. Aber das ist quasi wie ich darf den jetzt nicht damit vergleichen, aber sehr schön. Ja, und jetzt kommt der auch noch dazu. So, ja, komm zurück. Ah. Kragas flamed schon wieder. Wie, der geht jetzt. Bah. Solche Nerven, sowas von. Okay, Jax ist halt, ich finde ihn so einfach zu spielen. Man muss ein bisschen üben, bis man eben die Combo raus hat. Aber dann, alter Schwede, das ist so ein... Okay, ich spiele gerade Wullibear. Der ist genauso. Der ist noch einfacher sogar. Okay, ich halte die Klappe. Komm mir gerade... Okay, ich hab halt die Klappe, sorry. Naja, dann, es haben sich zwei oben getroffen. Also Jax OP und Wullibear OP. Ich bin still. Was? Die hat den noch bekommen? Alter Schwede. Wie gesagt, sie ist so, ja. Ich verstehe es nicht. Aber naja. Ist egal. Daneben. Will er nicht schießen?
Er will nicht schießen. Okay. Er hätte ja auch Damage an den anderen machen können. Der wäre nicht weggegangen, ist ja klar. Der hat den getankt. Und wie war euer Tag so? Stress in der Arbeit? Nee. Oder Schule? Seid ihr noch Schule? Ey, alter Dicker, seid ihr noch Schule? Ich bin nicht mehr Deutsch. Ich bin... Oh, Mann. Ah, je. Die. So, jetzt hüpfer. Oh Mann, der Turm hat nicht geschossen. Schade. War ein bisschen zu weit weg. Oh, Turm, schieß halt. Die Minions sind egal. Ja, und jetzt hat er auch mein Kuh geblockt. So eine Bitch. Boah. Knurr. Naja. Naja, wie dem auch sei. So. Der mag sein Ulti, oder? Einfach mal rumspringen. Der sollte mal runterkommen. Naja. Oder runtergehen. Warte, ich gieß mir mal kurz was ein. Entschuldigung. Geht auf den. Sehr schön. Links. Oh. Wow. Also. Tja, jetzt habe ich mir zwar was eingeschenkt, aber ich kann es nicht trinken. Das ist, es ist so voll. Ich habe halt währenddessen noch geschaut, dass ich euch zeige, wie das da unten jetzt ausgeht. Und erstens links, also ich bin Rechtshänder. Und zweitens, es ist so voll. Das, ich darf den ganzen Tisch jetzt nicht mehr wackeln, weil sonst schüttet es über. So, soll ich reingehen? Soll ich reingehen? Nee, soll ich nicht. Wieso pinkt die ganze Zeit um Hilfe? Wenn sie... Nee, geh zurück, das bringt nichts. Nein, geh zurück. Ah, Mann. Okay. Dann hätte ich doch reingehen sollen, aber die waren so low, also so sad und so, deswegen dachte ich so, das bringt's gar nicht. Aber die wollten trotzdem reingehen und dann sind sie zurückgegangen und dann dachte ich so, ah nee, das bringt jetzt nichts mehr und dann, naja, scheiß drauf. Cheat on. Der Chex geht jetzt zurück und ich trinke kurz mal was, warte. Ja. Ich muss da rankommen. Uiuiui. So. Entschuldigung. Sorry. So, jetzt kann ich wieder... Oh, fuck. Jetzt kann ich wieder trinken. Ganz normal, mit einer Hand. So. Der Chex hat jetzt den oberen Turret geholt. Das ist echt... das ist nicht so gut, weil... Die haben schon zwei Turrets und vier erst ein. Und das steht 17-19 gegen uns. Aber noch ist nichts verloren. Die haben... Noch ist nichts verloren. Ja, jetzt haben die den Drachen geholt.
Okay. Aber jetzt pushe ich mal top, weil voll HP. Und ich habe ein paar Minions hinter mir. Und der Jax scheint nicht oben zu sein. Ich verbessere mich, der Jax scheint oben zu sein. Und ich weiß nicht, wo der Jungler von denen ist. Deswegen gehe ich mal in die Mitte. Und da ist der Jungler. Aber ich kann oben nichts mehr machen. Deswegen supporte ich mal die Mitte. Oh, was? Was war denn das? Das war idiotisch. Das war richtig idiotisch. So, beiß, beiß. Ach, das ist wieder so ein Checks, der macht die ganze Zeit. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das Absicht war von dem. Aber ich glaube nicht. Oder ja, vielleicht. Vielleicht dachte er aber auch, dass es in die andere Richtung geht, in Sicherheit. Jetzt ist es aber in die andere, in die falsche Richtung gegangen. Aber so, Jax. Du Puppe, jetzt. Na gut. Ah, dieser Jax wird kein leichter sein. Dieser Jax ist haarig und scheiße. So, noch mehr Rüstung. Ich hab ja erst 200. Ja, also jetzt. Gut. So, okay. Ja. Wir haben jetzt mit den Kills aufgeholt, zum Glück. Und ja, haben einen Turm bekommen. Report all of my team, they flame me. Ja, warum wohl? Du hilfst denen nicht. Okay, Flame braucht man da trotzdem nicht. Wieso geht er jetzt auf mich? Wir haben niemanden angegriffen. Ich bin ein friedliebender Panda, sagte der weiße Albino Panda. Und er geht hoch. Okay. Siehst du, der geht halt. Der. Das habe ich so oft bei Jaxes, also bei Spielern gesehen, die Jax spielen. Die gehen selten mit dem Team. Ich weiß nicht warum. Aber die gehen sehr oft, ja, Backdoor. Also während die anderen quasi das Spiel spielen, also die Teamfights machen, ist er halt nebenbei und ja, pusht halt unten oder pusht top. Ja, mei. Der Rest vom Team stirbt, aber mei. So. Ja, wir haben aufgeholt. Noch nicht mit den Türmen, aber das sollte bald soweit sein. Ich gehe jetzt mal back und dann hole ich mir den Panzer das dritte Mann ab. Warum heißt der so? Oh, und ein Dornpanzer. Ich habe ja noch nicht genug Rüstung. So. Ja, nimm die, ja. Nee, okay, dann eben nicht. Wenn die zurückgehen, dann komme ich nicht hin. Oder gehe ich, portal ich mich nicht hin. So. Don't risk. Gut, jetzt sind die. Okay, dann gehe ich hinten hin. Gut, der war schön. So.
Gut. Ja, aber wo sind die anderen von deren Team? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, der Chin ist ja nicht schlecht, finde ich. Ja, naja. Der Drake ist da. Wollt ihr kommen oder nicht? Ja, komm. Einer Bot und der Changna und ich schaffen das schon. Und dann schnell, schnell, schnell. Komm. Dann gehen wir nach da. Gut, gut. Weg, weg. Ich tank dich. So. Why? Was labert die? Wollte sie jetzt echt reingehen oder was? Schnapp ihn dir, lustiger. Die bekommen den. Die sind zu schnell weg. Ah, sorry. Gut. Sehr gut. 29-21. Und was ist mit dem Jax? Ist natürlich wieder oben. Ja, okay, unser Set auch. Also von dem her. Alles in Ordnung. Kein Geflame, alles in Ordnung. Free Game. Ja, ganz ehrlich, am Anfang sah es überhaupt nicht danach aus. Überhaupt nicht. Weil die haben gut gepusht. Und sie waren auch mit den Türmen vorne, also die hatten die erste komplette Reihe. Und ja, schau, was macht der? Ja, I'm AFK with Level 15. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass die Leona noch. Na, jetzt. Ah, scheiße. Sehr gut. Der Sneaky Peaky, Jax ist jetzt Sneaky im Arsch. So. Vor allen Dingen, das hat nichts gebracht, wenn er bei den Teamfights dabei gewesen wäre. Dann, ja. Wäre es vielleicht anders ausgegangen, weil, ganz ehrlich, wir haben nicht wir hatten keine Kills, also wir hatten echt wenig Kills, die hatten viel mehr. Und, ja, mit Jax ist halt immer so eine Sache, der springt rein, möglichst auf unseren ADC. Und stunt den und dann ist er halt tot. Und naja. Aber ist deren Sache. Gehen wir mal dahin, hä? Helfen mal kurz den. Ah, fuck, fuck, fuck. Na, ah, ich hab den gerade zum Set gebracht.
Wirklich. Warum machen die das? Das nervt so. Das ist einfach so, so Kindergarten, ganz ehrlich. Einmal reicht. Oder zweimal. Habe ich schon erzählt, dass ich geflamed wurde von jemandem, weil ich nur einmal geschrieben habe, dass Myth ist und einmal Ausrufezeichen gemacht habe. Und dann war das wirklich so, dass sie hat halt dann, also das war Bot, die war Mitte. Und meine Mitte hat halt gegankt. Und das wusste ich halt nicht, weil der weggegangen ist. Genau, und dann habe ich halt geschrieben, so Mist. Und da ist der Chex. Genau, dann habe ich halt sogar geschrieben Mist. Und habe dann aber gesehen, also die unten hatten ein Wort. Dann habe ich gesehen, dass der da kam und habe ein Ausrufezeichen gemacht. Und dann sind halt beide gestorben. Ja, shit happens. Und dann hat die Ash war's, glaube ich, oder? Nee, Caitlyn. Genau, das war eine Caitlyn. Die hat mich dann so zugeflamed, von wegen so, ja, was ich für ein Noob bin und so weiter, dass ich gefälligst missschreiben soll, ich Douchebag, asshole, fucker, motherfucker, bla bla bla. Warte, ich muss gerade schreiben, das ist... Warte. Okay. Auf jeden Fall, ja. Und dann habe ich ja so im Chat geschrieben, so, ja, schau mal hoch, also schau mal im Chat Fenster hoch. Da siehst du, dass ich das gemacht habe. Und dann war es erstmal still. Und dann stand da so, ja, nur einmal, du musst es öfters machen, du Pisser, bla bla bla. Ja. Alle haben den dann reported. Das fand ich echt lustig. Oder haben dann alle geschrieben, so, ja, reported him. Das fand ich nett. Und mach Damage, Damage, Damage. Ja. Und das passiert, wenn man nicht auf die Karte schaut. Weil jetzt habe ich nicht gesehen, dass unser Zed und unser Chin gar nicht da sind. Ja, die haben aufgegeben. Praktisch. Okay, dann sehen wir uns gleich bei der Grafik. Bis dann. So, da sind wir. Und ja, Challenger, Jax, ja, der war nie im Teamfight. Das war ein bisschen blöd. Okay, also getötete Champions. Hab ich am meisten. Sehr gut. Zed und Ching sind gleich auf. Ich wurde auch am meisten getötet in unserem Team. Der Lou ist am meisten. Unterstützung hat Leona, Kragas natürlich und dann ich. Das hatten wir schon. Aber die Leona ist echt gut. Also die hat 7 Kills. Cool. Okay, Schaden an Champions. Ist Zed und ich als erstes. Und dann Heilung bewirkt. Ja, okay. Dann erlittener Schaden und eines Gold ist relativ gleich alles. Zed hat 2, Jax hat 2. Gut, Jax hat am meisten Vasallen getötet und ja, wunderbar. Ja, hier noch die Grafik. Könnt ihr mal anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Okay, also danke fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Ciao, bye bye.